Servus und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Aufnahmereihe Prison Architect. Neue Aufnahmereihe heißt es nicht, dass wir mit einem neuen Gefängnis anfangen wollen, aber für mich ist es einfach eine neue Aufnahmedings. Und wie ihr bestimmt mitgekriegt habt, beim letzten Mal habe ich alles am Stück aufgenommen. Da hatte ich noch keine Möglichkeit, auf eure Kommentare einzugehen. Es freut mich natürlich, dass meine Videos dann nicht nur dazu geführt haben, dass einige von euch Spaß und Interesse an diesem Spiel gefunden haben, sondern auch, dass es ansonsten so gut ankommt, hätte ich ehrlich gesagt nicht so recht gedacht. Wir sind jetzt in der Alpha 28, die um Weihnachten herum irgendwann released wurde. Ich habe den ganzen Klabatsch vorher aufgenommen, deswegen könnte es jetzt passieren, dass unser Gefängnis das ein oder andere Problemchen hat. Ich habe es vorher schon mal geladen. Zwar haben wir ein kleines Wasserversorgungsproblem und ich weiß nicht so recht, warum. Wir werden uns das Ganze mal ein bisschen näher angucken und dann werden wir quasi wie gewohnt weitermachen. Ich hoffe mal, wir kriegen das gerettet. Ich weiß nicht genau, warum. Irgendwas haben sie hier mit dem Wasserfluss oder irgendwie so geändert. Ich habe absolut keine Ahnung, was genau. Wir werden uns das jetzt mal genauer angucken. Wir haben hier jedenfalls, es fließt hier was. Tja, liebe Freunde, und genau an dieser Stelle endet meine Tonaufnahme. Das heißt, ich sitze das hier gerade vor dem Rechner, gucke mir mein eigenes Video an und laber ein bisschen dazu, denn ich möchte weder in diesem Let's Play große Zeitsprünge drin haben, noch möchte ich euch mit, oder möchte ich das gleiche Ding quasi nochmal bauen. Allerdings, wir müssen das nicht komplett durchspielen, sondern ich habe jetzt einfach mal die Geschwindigkeit erhöht und werde einfach mal sehen, was der liebe Alpine von vor ein paar Wochen, was er denn da so gemacht hat. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Das normale Video ist regulär aufgenommen. Meine Tonaufnahme ist halt nur die Minute oder was das war, lang. Blöd gelaufen. So, das Wasserproblem haben wir jedenfalls, hat sich irgendwie von selbst gelöst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann fällt uns jetzt auf, dass wir hier unten nicht weiterbauen können, weil uns da unten das Stück Land fehlt. Und weil wir im Moment nicht so viel Geld überhaben und das möglicherweise in was Neues investieren möchten, machen wir das, kaufen wir unten auch nicht das Land erstmal. Glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Doch, ich glaube, das haben wir nicht gekauft. So, ich versuche das jetzt so halbwegs nachzuvollziehen, was der liebe Alpine da macht. Jetzt sucht er irgendwas. Ich glaube, der sucht den Zeitplan, oder? Nee. Aber was suchst du denn? Finanzen? Subventionen? Ich glaube, die hat er gesucht, oder? Nee, auch nicht. Irgendwas haben wir nachgeguckt. Okay. Er hat es offensichtlich gefunden. Vielleicht wollte man einfach nur gucken, wie es unserem Gefängnis geht. Nach der etwas längeren Zeit. Ja, so, jetzt haben wir einen kleinen Marathon, habe ich vor mir, eine schöne Tasse Kaffee gemacht und jetzt gucken wir uns selber unser eigenes Let's Play an, ist das nicht schön? Mit der Geschwindigkeit auf zweifach ist das jetzt natürlich ein ordentliches Durcheinander und da ist natürlich auch das Gescrolle und das Ding ein bisschen höher, aber ansonsten müsste ich hier drei Stunden nachkommentieren, das ist einfach zeitlich, boah. Aber ihr sollt natürlich wissen, was wir gemacht haben. Der große Plan von dieser Aufnahme war, den Hochsicherheitstrakt, den wir links schon in Planung hatten, den mal anzugehen. Ich weiß jetzt allerdings nicht. Ich glaube, das hat noch ein klein wenig gedauert, bis wir da hinkommen. Und ich muss auf jeden Fall schauen, denn ich sitze hier gerade im Videoschnittprogramm, habe das alles auf zweifach gestellt. Und wieso läuft eigentlich der Ton gerade weiter? Das ist ja mal total. Das ist der totaler Quatsch. Moment mal. Mist. Ja doch, ich muss mal schnell pausieren und zwar. So. Damit sich der Ton auch halbwegs ordentlich für euch anhört. Halbwegs heißt keine Schlumpfmusik, sondern das Ganze halt einfach so ein bisschen. Das hört sich jetzt ein bisschen punkiger an. So. Wo waren wir? Wir gucken uns gerade die Gefahrenstufe an. Die sich
offensichtlich aus irgendeinem Grund geändert hat. Und da werden wir auch gleich mal einschreiten. Ich klinge jetzt vielleicht ein bisschen genervter wie sonst, denn wir kommentieren das jetzt zum zweiten Mal nach. Die erste Aufnahme, die war nicht synchron. Da habe ich einen kleinen Logikbock drin gehabt. Macht aber nichts. Gucken wir uns das nochmal an. Jetzt weiß ich zumindest schon halbwegs, was passieren wird. Ob das gut ist oder schlecht ist, weiß ich auch noch nicht. Beim Ziel des Ganzen war, was habe ich denn vorher gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ziel des Ganzen ist jedenfalls, den Hochsicherheitstrakt auf der, den wir da links schon mal angezeichnet haben, hinzubauen. Wir werden dann allerdings nicht so wie angezeichnet hinbauen, sondern wir werden das ein bisschen abändern. Und da geht es auch schon los mit der Planerei. Der Hauptgedanke daran ist, ein neues Mittelgebäude zu schaffen. Also so einen neuen Versorgungstrakt. Und dann sowie unten und oben einen neuen Zellentrakt, der dann für die Hochsicherheitsleute dann da ist. Also nicht so wie ursprünglich geplant, das in so einer großen T-Struktur zu machen, sondern dass wir das so ein bisschen beibehalten, dass wir oben und unten die Zellentrakte haben und in der Mitte die Versorgung haben. Ich glaube, das versuche ich hier auch gerade anzudeuten. Der Zellentrakt wird ein bisschen kleiner werden, wie ursprünglich. Oder wie in den anderen beiden Zellentrakten, sondern machen wir ein bisschen kleiner. Wir wollen natürlich auch nicht bei den Hochsicherheitsleuten das Risiko eingehen, dass wir das nicht unter Kontrolle haben. Deswegen machen wir das ein bisschen kleiner, dass mehr Werte auf Gefangene kommen. So, das hier wird das zentrale Gebäude, da kommt dann eine neue Kantine rein. Und wir wollen natürlich nicht, dass sich die Hochsicherheitsgefangenen mit den anderen Gefangenen vermischen und sich gegenseitig umbringen. Das wollen wir nicht. Und ich weiß nicht, wie wir das dann in Zukunft machen werden, ob wir noch einen zweiten Hochsicherheitstrakt dann nach oben machen oder ob wir dann oben sogar einen Todestrakt quasi mit Exekutionskammer hinbekommen werden, weiß ich noch nicht, wie wir das in Zukunft machen. So, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir das mit der Kantine hinkriegen. Und wie wir das vor allem mit den Perimeterwellen machen, dass wir das halbwegs sinnvoll getrennt kriegen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Abstände beibehalten. Deswegen müssen wir auch wieder zwei Platz lassen, dann kommt hier wieder der Patrouillenweg. Was eigentlich ein totaler Käse ist, eigentlich könnten wir das auf einen Patrouillenweg beschränken für beide Trakte. Aber so schlau waren wir in dem Fall noch nicht. Sieht dann natürlich auch ein bisschen symmetrisch aus, das Ganze. So, wir versuchen das jetzt mehr oder weniger, was wir da rechts schon gebaut haben, einfach nachzubauen, bloß in ein bisschen kleineren Maßstab. Da schauen wir, ob die Höhe richtig stimmt von unseren Wänden. Ja, da bist du eins falsch. Das ist der Zugangsweg, dann kommt da natürlich dann der Hof. Und hier beginnt dann der Zellentrakt. Da müssen wir jetzt erstmal zählen, wie viele Zellen das tatsächlich werden sollen. Ich glaube, wir werden auf die Hälfte runtergehen. Das heißt 18 Gefangene pro Hochsicherheitstrakt habe ich, glaube ich, angesetzt. Und mir grob überlegt. Also, in der oberen Reihe müssten das 5 werden. 1, 2, 3, 4, 5. Wären sogar 6, oder?
wenn es doch ein paar mehr. Halt, da ist was falsch. Das heißt, wir kommen auf 10, 24. Da kommen wieder die Einzelzellen, die Bestrafungszellen. Sofern wir die denn brauchen, wenn wir hier eh schon einen Hochsicherheitstrakt haben, da kommt wieder der Durchgang. Da war irgendwie ein Cut drin. Warum, weiß kein Mensch. Ist wohl zwischendurch auch mal die Videoaufnahme abgeschmiert. Auch so ein nettes Problem, was ich derzeit leider immer wieder habe. Danke, Nvidia. Ist mir bei der AMD-Karte nicht so oft passiert, muss ich sagen. Wenn es denn daran liegt, aber das ist das Einzige, was ich tatsächlich geändert habe. So. Zellentrakt steht quasi. Jetzt fehlt noch der Patrouillenweg, der Hof und der Perimeterwall außenrum. So, das wird hier offensichtlich der Hof. Interessanter wird es dann aber eher oben, wie wir die Kantine und so weiter anlegen werden. Da werden wir dann abtrennen. Also da, wo die zwei Bobbles auf dem Weg gemacht wurden, da werden wir den Trakt quasi isolieren. Was dann die anderen Räume in dem Trakt noch werden, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir die Hochsicherheitsgefangenen arbeiten lassen sollten. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. So, das hier wird die Kantine werden für den Hochsicherheitstrakt. Was haben wir gesagt? 24 Leute müssen wir verspeisen. Bespeisen. Ja, ne? Da hast du jetzt aber. So rum macht das mehr Sinn, ja, da hast du recht. Das sind 16, 32 Sitzplätze, oder? Da kommen dann die Türen, da muss abgeschlossen werden. Dann trennen wir den Trakt sogar schon vom Gang weg. Ah ja, da geht's dann drum, wenn wir da noch einen Besucherraum machen, wie wir das am besten abschotten. So, und da werden wir jetzt mal anfangen, das Gebäude zu bauen. Gebäude, zack, in Auftrag. Was ich jetzt noch weiß, wir haben nicht drauf geachtet, wie wir das am geschicktesten für die Arbeiter machen. Was nach dem einen oder anderen Problem von wird. Gefahrenstufe ist low. Sehr schön. Da guckt man nach, warum die unzufrieden sind. Oder teilweise unzufrieden sind. Aber es sah eigentlich ganz gut aus. War nichts Weltbewegendes jetzt. Ja, so. Jetzt könntest du mal langsam das Klontool in die Hand nehmen und einfach mal die Zellen bauen.
brauchen wir denn jetzt noch? Schmuggeln offensichtlich unsere eigenen Köche die Drogen rein. Jetzt gucken wir erstmal, wie das mit der Gruppentherapie aussieht. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade eine Drogentherapie machen. Vielleicht ging es auch darum. Ja, das ist das Problem, dass wir hier erstmal die ganzen Bäume müssen da gefällt werden. So, da setzen wir schon mal den Perimeterwall. Ist ja auch immer eine ordentliche Zeit, weil man den ja graben und betonieren muss. Dauert immer eine Weile, bis der steht. So, jetzt sollen wir mal deinen Arbeiter eine Tür machen, vielleicht. Ja, wird langsam. So, und oben hat er den Perimeter nicht zugemacht. Das wird gleich spannend. Spannend, wie die Gefangenen darauf reagieren. So. Ich weiß gar nicht, was wir uns hier jetzt hier überlegen. Was wir ja noch nicht drin haben, ist sind Sicherheitskameras. Da sind ein paar. Ah ja, starten wir schon die Durchsuchung. Das sind Sicherheitskameras. Die werden für manche Arbeitsräume und für manche Aufenthaltsräume schon ganz praktisch, weil wir nicht so viele Wächter. Wenn wir nicht so viele Wärter haben. Und auch die Durchsuchung dauert eigentlich viel zu lange. Insbesondere, weil wir ja gerade am Bauen sind und da Türen eingesetzt haben und die Türen noch nicht automatisiert haben. Das heißt, da sind jetzt die Wärter gefragt, die müssen auch noch die Türen auf und zusperren. Da hat natürlich auch wieder der Herr Alpein nicht dran gedacht. Und dann stehen die Bauarbeiter dann blöd rum und warten darauf, dass die Türen auf und zugemacht werden. Und gleichzeitig die Durchsuchung, das kann ein Weilchen dauern. So, wir finden eine ganze Menge Zigaretten und Alkohol und Drogen. Für die Größe vom Gefängnis her geht's vielleicht noch, keine Ahnung. Dass wir Messer und Heckenscheren finden, ist jetzt nicht ganz so schön. Die Gefangenen, die nehmen es uns natürlich auch immer so ein klein bisschen übel, wenn wir die durchsuchen und wir dann nichts finden, weil die dann quasi zu Unrecht durchsucht werden. Das schlägt denen auch aufs Gemüt. So, was gibt's jetzt? Nochmal ein paar Wärter. Na endlich. Viel wichtiger wäre jetzt aber, dass du die Türen schon mal automatisierst, Herr Alpein. Machst du aber nicht. Ich weiß es. Da haben sie ein paar eingesperrt, sehr schön. Und wir sind immer noch nicht fertig mit. Doch, Durchsuchung ist durch. Von Bedürfnissen her sieht es ganz gut aus. Das ist nur die. So, da werden schon die ersten Lampen installiert. Ja, und da machen wir die Türen auf. Auf eine Sache haben wir allerdings nicht geachtet und das wird uns gleich zum Verhängnis werden. So, da endlich nimmt das Klontool in die Hand. Na wunderbar. Worauf jetzt natürlich auch wieder keiner geachtet hat. Wie es immer so schön ist, die Zwischenwände sind noch nicht drin.
Und es werden... ja. Es werden gleich die Raumzuweisungen mitkopiert. Das heißt, sobald die Raumvoraussetzungen erfüllt werden, werden auch gleichzeitig hier die... Was hast du denn hier wieder? In die falschen Räume reinkopiert. Na, herzlichen Glückwunsch. Schnell weg damit, bevor die Arbeiter da Blödsinn machen. Ja, Raumzuweisungen alle kaputt. Ich weiß nicht, bis wann wir das bemerken. Dann erstmal die Duschen gemacht und jetzt fällt uns auf, oh shit, da oben werden schon Gefangene einquartiert wahrscheinlich. Und da haut schon der Erste ab. Auf Wiedersehen. Ja, ne, der Perimeter ist nicht zu. Und die Wärter sind blöd im Kopf und sperren den Gefangenen. Jetzt kommen da, werden da Gefangene geliefert. Aus dem Grund, den ich euch schon gesagt habe, dass hier die Räume schon zugewiesen sind. Natürlich das, was wir eigentlich nicht wollten. Ja, ne? Da ist guter Rat teuer. Und unsere Bauarbeiter sind auch blöd im Kopf. Die Tür geht nicht zu, weil da eine Toilette im Weg steht. Schön, ne? Richtig schön. So. Erstmal Wasserleitungen. Und wir ignorieren gekonnt den Rest. Bauen ist wichtiger offensichtlich als der Rest vom Gefängnis. Das ist ein bisschen nervig mit den kleinen Rohren, aber anders geht's halt leider nicht. Sonst hauen die durch das große Rohrsystem ab. Aus ihren Zellen. Das will natürlich niemand. Die Duschen sind ein bisschen viel für die paar... Für die paar Gefangenen, aber spielt halt erstmal auch keine Rolle. So, Strom brauchen wir, aber oh, kein Geld mehr. Wie konnte das passieren? Ja, ne? Blöd, ne? Ja, wie haben wir denn kein Geld mehr? Könnte es unter Umständen daran liegen, dass uns Leute abgehauen sind? Man weiß es nicht. Da geht unsere Tür nicht zu, weil da Grams im Weg rumsteht. Oh Leute. Müssen wir jetzt erstmal den Parameter fixen und da haben wir auch Scheiß gebaut. Ja. Hilfe, Mama. Ja, Geld warten. Und dabei geht der Rest vom Gefängnis vor die Hunde. Und da unten die Zellenblöcke hat er immer noch nicht repariert. Die sehen, das sieht aus wie Kraut und Rüben da. Aber das wird erstmal gekonnt ignoriert. Geld! Ja, dann holt er sich neue Subventionen? Ja. Hast du recht, Zellenblock C müsste dann eigentlich auch schon bald verfügbar sein. War schon verfügbar, haben wir direkt das Ergebnis einkassiert. Sehr schön. Kann er weiterbauen. Fehlt noch eine Wand da hinten, mein Freund. Jetzt hat's.
Jetzt hat sie das. Oh, was ist denn hier passiert? Ein Scheißspiel, alles kaputt gemacht. So. Da unten fehlt noch eine Wand. Da unten fehlt noch eine Wand. Sieht keiner. Wir haben noch nicht genügend Gefangene entlassen. Dass wir schon eine Bewertung kriegen könnten. Jetzt gibt es erstmal Strom und dann werden auch die Türen automatisiert. Hoffentlich. Nee, jetzt bauen wir erstmal die Kantine fertig, oder? Jawohl. Oh ja, haben wir schon wieder was gefunden. Mal nachgucken, ob unsere Schilderproduktion läuft. Das Geld deswegen. Und hier werden jetzt gerade die Rohre installiert. Sehr schön. Da fehlt eine Wand. Oh nein. Wo kommt denn die Tür her? Wir hätten auch wieder Platz für Gefangene. Wird auch langsam Zeit, dass der Hochsicherheitstrakt fertig wird, dass wir die ersten Leute umlagern können. Aber solange die Kantine noch nicht steht, solange funktioniert das auch noch nicht. Sind auf jeden Fall wegen unseren Zwischenfällen etwas besorgt. Da sind zwei Gefangene geflohen, die hast du nicht bemerkt, mein Freund. Beziehungsweise den einen schon, aber den konntest du noch hinterher rennen. Schlägt sich natürlich alles auf unsere Gefängnisbewertung, beziehungsweise unseren Gefängniswert nieder. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen wollen, dass wir möglichst bald, möglichst bald erweitern möchten und so weiter, ist das natürlich alles hinderlich. Strom brauchen wir natürlich. Herzlichen Glückwunsch, dass dir das auch schon aufgefallen ist. So, sind die Zellen da drüben mittlerweile repariert? Nein, weil die Raumzuteilung noch kaputt ist. Oben hast du schon wieder Scheiß gebaut. Headset. Sieht's wieder passabel aus. Und oben fehlt immer noch das Stückchen Wand. Fehlt noch eine ganze Menge. Und die Kantine ist auch noch nicht gebaut. Das heißt, das kann noch ein bisschen dauern, bis der Hochsicherheitstrakt durch ist. Der Hof ist auch noch nicht geplant schon. Der Hof ist auch noch nicht da. Ganz schön stressig hier am Rummachen ist. So, das wird der Hof. Da oben fliegt schon wieder jemand. Weil nämlich die Zuteilung immer noch kaputt ist. Das ist nämlich der ganze Außenbereich als gemeinsamer Bereich deklariert, aber soweit hat er auch noch nicht gedacht.
Und die Leute legen hier die ganze Zeit Sachen vor die Türen. Das ist alles so nicht geplant. Aber wieso genau das Geld blinkt, weiß ich auch nicht. Wir speichern offensichtlich erstmal. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Folgenpause, weiß es nicht. Bdiep, bdiep. Da kommt jetzt wahrscheinlich kein Arbeiter mehr hin. Alles voller Dreck. Schauen wir erstmal der Putzkolonne zu. Haben wir schon wieder Drogen irgendwo entdeckt? Nee, drogentoter Typi. Kriegst du das jetzt endlich mal gebacken? Da hat sich zumindest mal angeguckt. Sehr schön. So, dann wird die Wand neu platziert. Vielleicht geht's dann. So, da oben haben wir schon wieder Zwischenfälle. Interessiert nicht. Heckenscheren. Der gute Gärtner. Immer der Gärtner. So, mein Kaffee ist fast zu Ende. Wird Zeit, dass wir auch mal zur Potte kommen. Da müssen wir erstmal zumachen. Du hast vollkommen recht. Kannst jetzt ja endlich mal unten den Trakt fertig bauen. Das ist der Perimeter. Da hat der Perimeter die Wasserversorgung unterbrochen. Da geht natürlich nichts durch den Perimeter. Das ist ja der Punkt. Da wird ja auch im Boden gebuddelt sozusagen. Da kommt der Park. Wunderschön, na endlich. Oder der Hof, oder wie sagt man? Und ein hübscher Weg. Läuft das jetzt endlich mal? Also das Wasser ist da. Der Strom fehlt auch, mein Freund. Zack, jetzt haben wir Strom. Na wunderbar. Dass das endlich mal geklappt hat. Ein paar Toiletten vergessen. Aber dann sieht es ja schon mal ganz gut aus. Dann sollte es laufen. Wenn du denn die Kantine schon gebaut hättest. Haben wir natürlich nicht. Na super, dass die Sachen schon mal ausgewiesen sind. So, da fehlt natürlich noch Krams für den Personalraum. Für den Sicherheitsraum.
Schreibtisch, Aktenordner. Da, links ist er doch. Links, links, Mitte, da ist er. So, da kommt wieder unsere typische Einrichtung rein. Und damit wir das auch für eine Gruppentherapie nutzen können, mit einem kleinen Sofa, mit ein paar Stühlen, Fernseher, ein oder andere Telefon. Und jetzt soll das halt mal langsam anfangen, die Türen zu automatisieren, sonst sind die ganze Zeit unsere... Oh je, was ist denn hier kaputt? Da ist Blut. Da ist ganz schön viel Blut. Hat nur einen Mord und keiner hat's gemerkt? Möglich. Vielleicht hat man einfach nur eine Prügelei. Das war jetzt zu schnell für mich, sorry. Da baut irgendjemand das Rohr nicht fertig. Jetzt baut doch endlich mal die Kantine, damit wir da endlich mal loslegen können. Und automatisiert die Türen. Heerschuftzeiten. Nein. Ich glaube, wieder das Problem, dass wir beim Perimeter keine Servos bauen können. Zack, da oben wird fröhlich gegraben. Doch, jetzt hat er es auch gemacht. Guck mal, wie weit die schon gekommen sind jetzt. Wie super. Wir sind aber am Perimeter glücklicherweise hängen geblieben. Dann ging hier die ordentliche Ding los hier, die ordentliche Prügelei. Ist ganz schön was los hier im Gefängnis. Da müssen wir jetzt erstmal die Zellen reparieren. Es waren 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die sich hier in einem Tunnel beteiligt haben. Und schaut mal, wie weit die gekommen sind. Haben sich versucht, da rauszubuddeln, sind am Perimeter allerdings gescheitert. Da oben ist ganz schön. So. Um das zu reparieren, hat man erstmal den Lockdown reingemacht. Da werden wir jetzt erstmal alles füllen und reparieren müssen. Aber so einen langen Tunnel habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, da geht drunter und drüber geht's hier in unserem Gefängnis, während wir da am Konstruieren sind. Ja, es wird Zeit für den Hochsicherheitstrakt, dass wir nochmal die schlimmen, bösen Jungs aussortieren können. Wir haben glücklicherweise auch naja, zeige ich es gerade an. Alles mit den Perimeterwänden umzäunt. Das heißt, im Prinzip dürfte da nirgendwo ein großes Rauskommen sein. Das heißt, wenn die irgendwo rauskommen, dann sind sie auch wieder irgendwo innen im Gefängnis. So. Toilette wird immer noch nicht versorgt. Warum auch immer die da kein Wasser kriegt. Versteht niemand. Scheint immer noch den einen oder anderen kleinen Bug dazu geben. So, jetzt bau endlich mal die Kantine fertig. Ja, da schließen wir jetzt auch das Versorgungsgebäude erstmal ab. Weil wir dafür noch erstmal keine Verwendung haben.
Ja, da bauen wir auch normale Gefängnistüren ein, dass wir hier nämlich einen, die Leute locken können, falls es dann nötig wird, falls irgendwann mal Unruhe in der Kantine ausbricht. Das könntest du, nachdem du deine Servos installiert hast, oder den Server endlich da mal fertig installieren. Genau, ein paar solche kleinen Dinger fehlen noch. Da muss noch betoniert werden, dann hätten wir da auch einen Hof. Genau, da kommt dann noch ein Servo hin. Seinen Servo vergessen. Dödel du. So, ich glaube, wir überlegen uns gerade. Genau, da kommt ein zweites Türkontrollsystem hin. Wenn ich das recht sehe. Einfach damit sich da Leute abwechseln können. Und dann werden wir die verschiedenen Bereiche auch an verschiedene Wachbeamte hier weitergeben. So, nachdem wir jetzt hier die Sachen hier schon gebaut haben, können wir die einzeln zuweisen. Der mittlere Bereich soll natürlich nicht zugänglich sein für die Gefangenen. Das müssen wir auch noch abschließen. Weil da soll das Personal natürlich logischerweise durchlaufen dürfen. Und ordentlich Holz gesägt. So, wie weit sind wir jetzt hier endlich? Da geht die Tür in die falsche Richtung auf. Das ist ungünstig. Die ganze Servomechanik angeht. Können wir leider nicht beeinflussen, in welche Richtung das geöffnet wird. Beziehungsweise habe ich da keine Ahnung, wie das geht. Da musst du extra mit Strom versorgen, lieber Freund. Aber wir nähern uns der Öffnung des Hochsicherheitstrakts, würde ich sagen. Sobald die Türen in Betrieb sind und wir die Türen automatisiert haben. Da fehlt noch Türe. Das hast du auch noch nicht ausgewiesen, Trottel. So, hier wird jetzt spezifiziert, dass das normale Sicherheitsstufe und hohe Sicherheitsstufe, dass das quasi getrennt wird. Jetzt verbinden wir endlich hier die Sachen. Ich glaube nur, dass wir das umgekehrt machen mussten. Dass das halbwegs funktioniert, oder? Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ja. Oder weil das Panel noch nicht besetzt ist. Keine Ahnung, warum es gerade noch nicht funktioniert. Da hinten finden wir schon wieder allerhand Messer und Gabeln. Messer, Gabel, Schere und Licht sind für unsere Gefangenen nicht.
Und die Tür zur Kantine sollte man auch automatisieren, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob wir das alles noch gebacken kriegen. Ja, jetzt halt. So ist richtig rum. Warum auch immer das so kompliziert ist, aber so geht's leider. Also wahrscheinlich das, was was steuert, muss damit in der Reihenfolge verbunden werden. Da haben wir noch keinen Servo, da unten haben wir noch keinen Servo. Aber es wird langsam. Wir brauchen da noch Wächter, die da stationiert werden. Genau. Jetzt bräuchte man eigentlich noch was, das zur Patrouille geht, beziehungsweise... Er ist ein bisschen fummelig. So. Die erste Hochsicherheitspatrouille steht. Da fehlt noch ein Sabo. Ah, wunderbar. Der Alpine, der ist ja ein richtiger Fuchs, ist der. So, und sieht auch von unserem Gefängniswert schon wieder ganz ordentlich aus. Letzte Zeit nichts mehr geflohen. Könnten wir uns mal wieder ein paar Gefangene besorgen. Ist jetzt natürlich so ein bisschen ein Problem. Wir können uns leider nicht 100% aussuchen, was wir denn haben wollen. Sei es Hochsicherheit und Nicht-Hochsicherheit. Und hier ist offensichtlich die Aufnahme zu Ende. Ja, liebe Freunde, danke fürs dabei sein in dieser etwas beschleunigten, merkwürdigen Aufholfolge meiner kaputten Tonaufnahme. Danke fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wieder hoffentlich regulär und ohne widerwärtige Zwischenfälle. Dann kann ich die Folgen auch halbwegs regelmäßig raushauen und muss hier nicht erschreckend feststellen, dass ich erstmal 2 Stunden Aufnahme nachkommentieren muss. Danke fürs Zusehen. Tschüss.